Hi, wir sind Christian, Mario, Ronny und Dodo. Und heute der Benromach Organic 2010. Ja, und immer noch bei Dodo, bei Dodo seinen Räumlichkeiten oder in seinen Räumlichkeiten. Wir haben heute, wie schon angekündigt, Benromach Organic. Das ist ja dort Bio, ne? Bio, Whisky. Ja. Und den hat uns der Christian mitgebracht, den Whisky. Und deswegen hast auch du die Ehre, Christian, den zu öffnen. Der ist nämlich noch jungfräulich, der ist noch zu. Hurra, dann. Wir haben den auch allesamt, so viel ich weiß, noch nicht probiert. Und ja. Dann mache ich die Flasche mal auf. Richtig, genau. Ja, wie der Ronny jetzt schon angekündigt hat, das ist der erste Whisky, der alle Komponenten aus Biomaterialien hergestellt sind. Genau. 2010 ist er destilliert worden und glaube ich 6 Jahre ist er alt. 2016, ja, habe ich gerade gelesen. 16, ist der in die 43% Volumensprozent und ich werde den öffnen und dann werden wir mal einschenken und schauen. Was heißt 100% Organic? Ist das auch, weiß man das auch, dass, ist der kühl gefiltert, ist der gefärbt oder das weiß man nicht, steht was drauf? Kannst du mal, ob da was über Färbung oder so draufsteht? Könnt ihr jetzt nicht erlesen? Ich weiß ja auch nicht, dürfen die färben bei Bio-Geschichten oder so? Das kann ich dir leider nicht. Weiß man nicht, ne? Also es gibt, glaube ich, auch keine Standards, dass die auch schon raufschreiben dürfen, dass es Bio ist. Deswegen steht Organic Whisky oben, weil es ist eben wie Bio-Standards behandelt. Ich weiß zum Beispiel nur, dass dieser Whisky 6 Jahre lang in Virgin Oaks gelegen ist, also in Richtung Bourbon-Fassreifung, muss man schon sagen. Dann könnte man schon fast von Originalfarbe reden, glaube ich, oder? Bei Virgin, also wie gesagt, das wird sicher das nicht gefärbt sein. Das ist doch irgendwo. Ob man so auf Super Couleur in Dodo, du bist des Englischen mächtig. Biologischer Variante gibt. Nein, also wie gesagt. Aber das Bio-Zeichen ist drauf hinten, siehst du? Es ist ein Bio-Siegel. Organics-Zeichen ist oben, beziehungsweise das. Ja. Britische Agrarzeichen ist auch oben. Also ich glaube sicher nicht, dass er kühl gefiltert oder kühl gefiltert ist. Und gefärbt glaube ich auch nicht. Also eher noch kühl gefiltert als gefärbt, sage ich mal. Gefärbt ist das nicht. Wie gesagt, Virgin Oak gibt doch sehr viel Farbe ab. Und da haben wir halt jetzt wirklich Komponenten, die man vielleicht auch in einem Bourbon finden würden. Das heißt in Richtung Vanille, Honig wird das gerne und natürlich die Eiche wird natürlich auch präsent. Benromach, eine Distillerie in der Speyside. Genau. Circa zwischen Tufton und Inverness, so in ja, die Richtung. Ja, da oben liegt das. Fahrt ihr da nicht nächstes Jahr hin? Fahren wir vielleicht vorbei, sagen wir vorbei, so. Vorbei, direkt vor haben wir es nicht dorthin zu fahren, weil wir sind nur eine Woche da und wer weiß, dass 52 oder 53 Destillen in der Speyside sind, genau. Man kann nicht alle machen. Also das auf alle Fälle, in einer Woche. Romach gehört teilweise in Prince Charles, was auch ganz interessant ist. Also der hat zum Beispiel auch das erste wiederbefüllte Fass unterschrieben, muss man sagen. Und die Brennerei war ja lange Zeit geschlossen, bis in die 90er Jahre. Ich glaube, das erste Mal haben sie erst wieder angefangen, 1998 oder 97 in die Richtung. Weil es hat 2017, 18 hat es glaube ich so eine 20th Anniversary Edition gegeben. Ja. Was es aber auch noch gibt zurzeit, sind diese uralten Abfüllungen von Benromach, die bis in die 70er Jahre zurückgreifen. Also ich kenne jetzt wirklich nur eine Standardabfüllung, das ist der 35-jährige Benromach, den es eine Zeit lang gegeben hat. Aber so zwischen 35 und 15 Jahren gibt es eigentlich sehr wenig, beziehungsweise kommt das jetzt eben erst wieder, weil die gegen Mitte, Ende der 90er erst wieder aufgesperrt haben. Und ich glaube, du hast sogar einen... Ja, da muss ich ein bisschen stolz berichten, dass ich meinen Jahrgang Whisky 1972 Benromach Heritage habe. Habe jetzt zu Weihnachten einen selber bekommen, wo ich mich sehr freue von den Herren da. Gott sei Dank. Und ich werde es kosten und meine Eindrücke vermitteln. Da freuen wir uns schon drauf. Das ist jetzt ein jüngeres Baujahr. Ja. Genau. Also, Benromach macht auch rauchigen Whisky, ne? Das muss man auch noch sagen. Eine der wenigen Speyside-Destillen, die auch rauchigen Whisky machen. Und hier bei diesen Abfüllen kommt wirklich oft ein kleiner Teil von Rauch mit rein, sagt man. Und was noch ganz interessant ist bei Benromach vielleicht, ist einfach, dass sie preislich noch sehr, obwohl sie organic sind, noch relativ human sind. Also dieser Whisky so um die 40 Euro, 45 Euro kriegt man den schon. Ja, schöner Preis, wenn dann die Komponenten auch so in der Nase und im Geschmack sind.
Es ist extrem, wenn man reinriecht, was riechst du? Grüner Apfel. Grüner Apfel. Sofort. Grüner Apfel und für mich Kellogg's, so, also die Cerealien, süße Cerealien noch dazu. Grüner Apfel, aber noch sehr süß. Sehr süß. Kellogg's Loops. Kellogg's Loops. Frische vom grünen Apfel. Fruity Loops, ja. Mit Apfelgeschmack. Aber wirklich. Kompletter Apfel, ja. Den riechst du sofort. Fast so ein bisschen wie ein Apfelkompott mit Nelken. Also erinnert mir ein bisschen an Nelken, wenn du es zum Sterz isst. Im Hintergrund schon was Karamelliges, vielleicht auch wie so ein bisschen Bratapfel in die Richtung schon. Witzig. Und diese süße extrem. Getreide da, also diese süßen Cerealien. Aber so einen extremen Apfelgeruch habe ich nie gehabt. Nee, also, ich habe, glaube ich, schon mal sowas gehabt, aber selten. Selten, dass es so der Apfel gleich in die Nase sticht. Ne? Die Eiche hast du aber dennoch ein bisschen im Hintergrund. Ja, von mir schon auch. Ja. Ich finde 43% sehr weich in dem Alter, finde ich 43% auch richtig. Ist natürlich ein junger Whisky, könnte er auf der Zunge jetzt relativ schieben, sagen wir dazu, also wenn der Alkohol sehr präsent ist. Und ich behaupte jetzt mal, das stelle ich jetzt mal im Raum, der ist nicht gefärbt. Na, der ist also auf keinen Fall. Also Virgin Oak, das ist so ein Gold, so ein ja, hell kann man auch nicht mehr sagen. So ja, aber ist doch. Schönes Gold, schöner Goldton. Schöner Gelb, ja. Goldton. Also das, glaube ich, ist bei 6 Jahren nicht gefärbt. Und da zieht wirklich schöne Schlieren. Ja. Fasziniert. Eine gewisse Frische hat er aber. Ja, die hat er. Das ist der grüne Apfel, finde ich. Sehr frisch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der grüne Apfel, der die Frische mitgibt. Wie wenn sie einen Apfelbaum da ins Auto ja, legst. Ja, richtig. Also ein Duftbäumchen, ja, meinst du? Ja, der Kernbaum. Oder? Na? Ja, oder? Gehen wir es an, ne? Cheerio. Danke. Okay. Er ist sehr weich. Ja, aber jetzt merkt man Virgin auch. Ja. Karamellig, süß, Honig, Toffee. Und der Abgang ist schon wieder vorbei. Und hier reichen mir sogar die 43%, ja. Muss ich sagen. Also das langt. Das dürfte für mich nicht mehr sein. Der soll süffig sein. Für mich ist er schon ein bisschen dünn. Ja, vielleicht, weil du vorher schon stärkere Whiskys probiert hast. Das ist die Gefahr. Na, ich find bei dem langt mir das. Ich finde ihn jetzt nicht schlimm. Ne? Ich finde ihn wirklich, für die 6 Jahre finde ich ihn sehr gelungen. Nein, den Bio-Whisky müssen wir auch leben lassen. Das nicht. Also wenn du sagst, er ist nicht dein... Wir sagen immer ehrlich unsere Meinung in den Videos. Ist schon, also das ist schon meins, aber es ist... Ja, er ist fruchtig, süß, gehört er recht. Ja. Einen leichten Haufen Karamell da drinnen. Der Apfel, ein bisschen ein Prickeln auf der Zunge vom Virgin Oak. Ein bisschen Eiche hast. Aber nur ganz wenig. Es wird sehr sanft. Also wer mal wissen will, wie so ein Whisky schmeckt, jetzt nicht unbedingt Bourbon. Und bei dem Bourbon oft gewohnt ist, dass er wirklich Klebstoffnoten einmal gehabt hat in der Nase. Der kann sich wirklich einmal zu sowas wagen, zu seinem Ben Romach aus dem Virgin Oak. Da hat man solche Klebstoffnoten nicht in der Nase. Jetzt. Absolut nicht. Das hat man überhaupt nicht. Und der Geschmack ähnelt aber wirklich in Richtung Bourbon, indem man sagt, diese Süße, diese Honigsüße, das weiche Vanillige und auch dieser Nougat. Und man merkt schon, über 10 Jahre wird schon schwierig, so ein Whisky. Kannst du kein Virgin Oak machen, zu das geht nicht. Weil es einfach sehr herb wird, das muss man mal dazu sagen. Ich würde das sogar sehr als Einsteiger-Whisky empfehlen. In der Richtung hin kann man das einmal probieren. Absolut. Genau, wie gesagt, also wenn jemand mit dem Bourbon einmal eingestiegen ist und jetzt sagt, er mag einmal einen Schatten probieren, der in eine ähnliche Richtung geht, aber vielleicht wirklich die Klebstoffnoten überhaupt nicht hat, dann kann man das wirklich zugreifen, 40, 45 Euro. Der Abgang ist natürlich jetzt nicht lang. Was will man sich bei 6 Jahren erwarten? Und bei 43%. Bei 43%. Gefährlich süffig. Sehr also süffig da muss man sich zurückhalten, glaube ich. Der wird schnell leer. Ja, jetzt kommt die Honigsüße durch, so stimmt dazu. Jetzt ist es wirklich schön da. Also ich muss sagen, ich mag den Brennerei-Charakter eindeutig. Ja. Also von der Brennerei, das finde ich sehr schön. Ich kenne so wenig, dass ein Brennerei-Charakter ist. Ich bin ein großer 72er hergibt. Da freuen wir uns schon mal drauf, wenn du den irgendwann mal aufmachst, den 72er. Und wir vielleicht auch mal... Der hat heute schon beinahe aufgemacht. Beinahe, aber... Nein. Das ist... das musst du in Ruhe. Weil das Sample so gut war. Ja. Kaufempfehlung, ja, nein, 40, 45 natürlich, Euro. Natürlich. Ja, absolut. Also Starter, Kaufempfehlung. Also, Kaufempfehlung geben wir mal. Man kriegt zwar ältere für weniger Geld, aber ich mag nicht behaupten, dass die besser sind.
Du, das will ich gar nicht sagen. Es gibt sicher bessere Standards und so. Aber so Virgin Oak Geschichten, die mir munden. Der ist ganz was Besonderes. Also da stimme ich zu. Virgin Oak ist sehr selten. Und das Design finde ich sehr edel. Sehr elegant. Das ist sehr elegant. Vor allem, was klasse ist, die Deckel, was man da hat. Kann man reinstellen, die Flasche. Kann man die Flasche eben reinstellen und kann man als Protest verwenden. Auch der Karton hier sehr gut gemacht, also hochwertig sehr gemacht. Gestaltet, genau. So Kunststoff. Für das Geld. Denke, Kunststoff. Ein Mix aus Pappe und Kunststoff ist das ein bisschen. Ja, weil der Deckel ist aus Kunststoff gemacht. Und. Damit wir noch jetzt haben wir es gibt ein Heftel drinnen. Jetzt kommen zum Schluss noch die ganzen Infos. Also in dem Heftel steht auf alle Fälle gleich was zur ganzen Story, wie sie das Ganze herstellen. Und man hat auch Tasting Notes dabei, was ich da schnell sehe. Wie gesagt, also die machen das alles ein bisschen. Das erinnert mich ein bisschen von der Aufmachung her an Zotterschokolade. Von den ganzen Schriftzug und so erinnert sie ja an Zotterschokolade. Das werden die Deutschen, glaube ich, nicht was so. Was sagen die Tasting Notes? An die deutschen Freunde Zotterschokoladen einfach mal googeln, einer der weltbesten Schokoladen, kommt aus unserer Gegend. Da war ich auch schon. Steiermark. Ja, genau. Ist eigentlich ein. Kann man empfehlen, war ich auch schon, also ist mega. So ist. Also wir werden uns auf alle Fälle einmal an den Ben Romach 100 Proof und vielleicht an die Wine Finishes wie Sasagia und so machen und die mal probieren, weil ich weiß, Ben Romach ist da sehr experimentierfreudig, das muss man mal sagen. Genau. Ja, also wir haben unsere Kaufempfehlung gegeben für das Geld und der ist ja, glaube ich, der ist verfügbar überall. Ne? Genau. Wir haben den. Allerdings, kurz nur, gibt es verschiedene Versionen. Also es gibt auch jemand, der 2015 abgefüllt ist, es gibt einen 2017er Abfüllung. Aha, okay. Also das kommt jährlich anders und vom Alter her sind sie auch unterschiedlich. Es gibt einen 5-Jährigen, es gibt einen 6-Jährigen und so weiter. Aha, okay. Also das habe ich nicht gewusst. Aber es sind alle sehr ähnlich. Was ich aber gelesen habe, ist, die Batches sind von der Qualität her alle sehr ähnlich. Genau. Gut, super. Also, hat uns sehr gut geschmeckt. Kaufempfehlung ist da. Also, gebt uns bitte einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert bitte unbedingt unseren Kanal. Freuen wir uns immer sehr drüber. Und wir verabschieden uns zu viert. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.